zwar haben wir nun das Ziel erreicht. Die Präsentation sollte ziemlich genauso ausschauen wie in der Vorlage. Nur ist diese Titelfolie jetzt doch ein bisschen gar karg für dieses Thema. Der erste Eindruck ist ja bekanntlich der entscheidende und gerade wenn es um einen Maler geht, wäre es natürlich schon etwas schöner, wenn gerade ein Bild am Anfang des Vortrages steht. Hierfür gehen wir wiederum zu Entwurf und da auf Hintergrund formatieren und statt Farbverlauf wählen wir jetzt Bild oder Texturfüllung. Du siehst, es gibt schon verschiedene Muster, die man da auswählen könnte. Wir wählen jetzt aber ein Bild aus, tippe auf Datei und jetzt werde ich gefragt, wo ich denn dieses Bild finde. Ich habe ja diesen Mone-Ordner auf dem Desktop abgelegt und hier unter Bildern haben wir zum Beispiel dieses berühmte Seerosenbild und bereits sieht es doch schon viel hübscher aus. Wir haben nun ein bisschen das Problem, dass die Schrift nicht so gut leserlich ist. Ich wähle mal diese beiden Textfelder aus. Manchmal kann man schon etwas erreichen, wenn man sie an eine einheitliche oder hellere Stelle rückt. In diesem Fall jetzt aber mache ich das auch noch weiß als Schriftfarbe. Und es ist schon deutlich besser lesbar. Noch etwas besser lesbar wird es, wenn man diese Schrift schattiert. Es hat hier schon einen Befehl für den Textschatten. Du siehst, auch bei einem hellen Hintergrund wird so eine weiße Schrift trotzdem gut sichtbar. Noch etwas besser einstellen kann man das über dieses Optionenfeld Form formatieren. Das kannst du hier ein- oder ausblenden. Und hier haben wir Formeffekte, Schatten und da wähle ich mal vielleicht den da und automatisch wird mir da mal ein Schatten angelegt. Ich kann hier jetzt an der Transparenz noch etwas schrauben. Wenn ich die Transparenz auf 0 stelle, so wird der Schatten maximal dunkel und entsprechend die Schrift besser lesbar. Dann das Weichzeichnen. Du siehst, was passiert. Der Schatten wird so etwas sanfter, etwas größer auch. Und über den Winkel kann ich den Lichteinfall steuern und über den Abstand, das ist, denke ich, selbsterklärend, den Abstand würde ich nicht allzu groß wählen. Ja, jetzt ist es recht hübsch geworden. Allenfalls können wir hier die Schrift noch etwas größer machen. Denke mal 80 und entsprechend auch den Untertitel und zwar kannst du die Schrift im ganzen Textfeld ändern, indem du das Textfeld selber auswählst und jetzt da auf 36 gehst. So wirkt es doch schon deutlich ansprechender. Jetzt natürlich Speichern nicht vergessen und wir haben unser erstes Projekt fertig.